Was erwartet uns in Zukunft, in kurze Zukunft, wie das aussehen wird mit unserem Verein? Also wir haben jetzt eine neue Generation, die vierte Generation. Die ersten sind in den 60er gekommen und dann 70er, 80er. Und jetzt haben wir die vierte Generation, die sind hier geboren. Die fühlen anders, die sprechen anders. Und selbst wenn sie diese alevitische Lehrbücher lesen oder über die Alevitentum lesen, dann verstehen die was ganz anderes. Was muss unser Verein in dieser Hinsicht, wie soll unser Verein arbeiten? Aufklärung, viel Aufklärung leisten, aber es ist nicht einfach. Warum? Weil es muss auch in der Sprache der Jugendlichen geschehen. Und dieses Problem haben wir ja auch in unserem Verein, dass wir sehr viel Herkunftssprache reden. Und deshalb fühlen auch die Jugendlichen sich hier als Fremde, oder fremdeln einfach, weil einfach eine Sprachbarriere herrscht. Natürlich, diese Lebensweise unseres Glaubens oder ja, ist am besten zu erlernen, wenn man das praktiziert, wenn man das im Endeffekt durch diese Zusammenkünfte erlebt, dieses Spirituelle auch manchmal miterlebt, dann kann man Jugendliche so mehr gewinnen, wie nur durch Reden. Zu Hause kann man auch viel reden, aber ob das so viel bringt, ist schwer, weil das Problem der Jugendlichen ist, sie werden auch zurzeit sehr viel mit Informationen überführt. Vollgedopte. Vollgedopt, die sind ja sehr informiert. Das Problem ist halt, dass sie über alles wissen, über viele Informationen Ja, haben, vor allem soziale Medien und so weiter, lesen die aber viel. keinen Gedanken machen können, weil sie können es nicht einordnen in irgendeiner, wie soll ich sagen, ja, wo gehört es hin? Sie können keine eigene Meinung bilden. Ja, jetzt habe ich die Information bekommen, ja, was mache ich jetzt mit der Information? Dann springt der nächste Information und so weiter und so fort. Und das ist leider nicht gut, weil, was ich vorhin auch gesagt habe, diese totalitäre Kontrolle, die totale Kontrolle über die Medien wird immer mehr zunehmen. Und da können wir als Verein diese Angebote machen hier, auch wenn es eine andere Form von Jam, also nicht diese traditionelle, vielleicht eine andere Art. Was ist Jam überhaupt? Was ist diese wichtigen Punkte im Kann Alevitentum? man überhaupt, oder ist es jetzt vom Glauben her, ist es legitim, wenn man Jam auf Deutsch macht? Auf jeden Fall. Sollte man eigentlich, Natürlich, oder? Also, natürlich. dass die junge Generation mal auch kommt und diese Rituelle auf deutsche Sprache gehalten wird und dann versteht man auch, was da überhaupt läuft oder Es gibt was. ja das. Es gibt ja das, die das auf Deutsch machen. Es wurde auch ja ein paar Mal hier, hat das Ja? hier stattgefunden. Wurden auch leider nicht so viele Jugendliche, aber es gab schon diese Jams. Aber es sind mehr so Vorführ-Jams, also keine so richtigen Jams mit allem drum und dran, sondern mehr so zum Lernen für die Jugendlichen. Hat stattgefunden, könnte man sehr oft machen. Das ist und dann halt auch Angebote für Jugendliche mehr, dass sie hier im Verein tätig werden. Aber da muss unser Vorstand viel mehr kreativer werden. Das Problem ist halt, wie du weißt, wir sind so mit unnötigen Themen so beschäftigt, dass wir Jugendliche gar nicht, manchmal vor allem vergessen, wo sie, aber eigentlich ist das Wichtigste die Jugendarbeit. Und diese Jugendarbeit ist nicht nur unser Problem, das ist auch andere Vereine das Problem. Jugendarbeit ist das schwierigste Feld, weil man sehr viel, wie soll man sagen, arbeiten muss. Da braucht man sehr viel Bildung, da Ja. braucht man die gleiche Sprache. Das Gefühl muss da Ja. sein, was man erlernt. Und es ist natürlich sehr schwierig, weil wir sind jetzt in einer Zeit, wo wirklich ältere Menschen hier sind. Die können wenig Deutsch oder gebrochen Deutsch. Und die neue Generation redet nur Deutsch. Und da fehlt halt diese Übermittlung, also Kulturübermittlung, Denkweiseübermittlung oder
diese gesellschaftliche komplett, was der Gemeinde betrifft, fehlt, glaube ich. Aber daran, wie du gesagt hast, muss man viel arbeiten. Und ich bin mir sicher, in ein paar Jahren müssten wir das auch hinkriegen. Das habe ich vorhin gesagt, wenn ein neuer Vorstand gewählt wird, der kann jetzt vor sich für die nächsten 2 Jahre als Ziel setzen, die Jugend zu gewinnen, ja? Die Jugend aktivieren, die Jugend mehr mit einbeziehen. Das als Ziel vor sich hin tun und dafür sich einsetzen. Das wäre so ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele. Aber Jugendarbeit ist das Allerwichtigste. Es gab auch einen Vorschlag. Es gibt Vorschläge. Ja? Zum Beispiel, wir können auch eine Sportabteilung machen hier in unserem Verein. Sei es Handball, Fußball, Basketball, egal. Irgendeine Sportabteilung, wo dann Jugendliche sich hier treffen und Sport machen und dadurch auch die Nähe des Vereins dann haben. Ja, das ist auch ein Problem. Aber das ist auch jetzt da brauchst du auch die Trainer, Betreuer und. Normalerweise hast du ein Vereinsheim, du könntest sehr schnell sowas gründen, einen Verein, also einen Sportverein, aber du brauchst... Aber Betreuer. Die Räumlichkeiten sind jetzt sehr schwierig. Also das, ich habe das jetzt erlebt bei dem ersten Sport. Die spielen nur Fußball, aber das ist ein Sportverein. Jetzt machen die Basketballabteilung auch noch und die wollen vieles machen, aber da gibt es bei den Räumlichkeiten sehr viele Probleme. Also sei es Sporthallen, Sportplätze oder allgemein. Also es gibt sehr viele Probleme. Aber wenn natürlich jetzt alevitische Verein in dieser Hinsicht einen sehr guten Vorstand hat, können sie das locker machen. Und da will ich jetzt noch ein anderes Thema ansprechen. Also Alevitentum betrachten sich als ein 14.000-jähriges Mentalität oder Lebensweise oder Philosophie. Also ihre Weltanschauung bildet sich in den Gesängen, dass die seit 14.000 Jahren existieren. Und das wird alles über Gedichte, Musik, also durch Sänger, also das, wie kann man die nennen? Osan, also Sänger, übermittelt diese Kultur und Tradition. Wie vertieft ist es in diesem Verein, also diese Kunstarbeit? Diese Kultur und Kunst haben wir eigentlich als Verein, wie ich das so hier mitkriege, eigentlich sehr viel Potenzial und es gibt auch viele Aktivitäten dafür. Also die Kurse, was wir in dem Verein haben, sei es die ganzen Musikinstrumente-Kurse, Folklore, Tanzkurse, Malkurse. Also es gibt viele Aktivitäten, wo auch die Jugendlichen teilnehmen. Und, aber das, was du sagst, ist mehr so Richtung höhere, also Kunst, wo einfach noch mehr gelesen werden muss, mehr Kopfzerbrechen gemacht werden muss und so weiter. Und das ist natürlich ein Thema, aber deshalb habe ich auch vorhin vorgeschlagen, dass wir hier eine quasi so Bildungsstätte machen, in einem großen Raum oben im Jugendraum, dass wir dort diese Themen einfach mal behandeln, einfach mal, aber systematisch, also nicht einfach zusammenkommen, jetzt machen wir ein Buch auf und lesen. Nein, das muss ein richtiges, es gibt Möglichkeiten. Ja. Es gibt Möglichkeiten, man kann auch diese Leute bezahlen, man muss nicht alles ehrenamtlich machen. Also, also solche Sachen haben diese Tradition, diese Lebensweise, diese Philosophie 14.000 Jahre lang zu uns übermittelt. Also so heißt es bei den Aleviten zum Beispiel, Hünkar Hacı Bektaş Veli in seinem, ein Zitat von ihm, das wichtigste Buch zum Lesen ist der Mensch. Oder zum Beispiel, schätze keinen Menschen und keine Nation gering. Oder zum Beispiel Yunus Emre, wir lieben die Schöpfung des Schöpfers willen. Oder zum Beispiel jetzt Pir Sultan Abdal, die Größe des Menschen ist die Schönheit seiner Worte. Und diese Gedichte oder diese Sachen, was jetzt all die Jahre zu uns begleitet haben und unsere Weltanschauung gebildet haben, muss ja auch in Deutschland, in deutscher Sprache weitergeführt werden. Also da muss ein Gedichter her, Sänger her oder die malen oder was weiß ich, allgemein diese Kunst und Kultur.
Was kannst du jetzt, wie kann man das gestalten? Wie sollte man das gestalten? Also ich finde diese Talente, also die künstlerischen Talente, die kann man vielleicht auf einer bestimmten Ebene lernen, aber muss auch vieles angelegt sein. Talent muss man haben. Mhm. Also man kann nicht... Oder erlernen. Erlernen, aber ich weiß nicht, ob man... klar, man kann erlernen, aber nach einer bestimmten gewissen Grenze, dann geht es vielleicht nicht. Also, ich verstehe dich, was du meinst, aber das ist ein Problem, wo gerade jeder Mensch durchzieht, also jede Gemeinschaft dieses Problem hat. Dieses sich mit dem Kunst und Kultur sich befassen, sich mehr damit beschäftigen. Mhm. Das ist nicht nur unser Problem, denke ich mal. Ich tue es mal so einfach auf die Seite, aber ich finde, diese ehrenwerte Denker der damaligen Zeit, die haben das nicht, die haben einen Grund dafür gehabt, solche Worte zu schreiben, solche Ideen zu entwickeln. Eigentlich sind wir auch wieder in der gleichen Situation. Eigentlich müssen wir auch. Müssen wir das machen jetzt? Eigentlich sind wir in der gleichen Situation, aber wir machen es nicht, weil wir auch Gefangene dieses ganzen Systems sind. Ja. Es ist wirklich schwer, sich von diesem Ganzen zu entreißen und richtig nur an sich in das Innere zu gehen und dann sagen, ich bin mit mir eins, dass ich etwas wieder zurückgebe für den Menschen, wirklich was zurückgebe, nicht, dass ich einfach in einer Firma arbeite was und ich habe, dann denkt man, dass man was gegeben hat den Menschen. Ich glaube, eine Supermarktfrau, die an der Kasse arbeitet, gibt mehr den Menschen wie, was weiß ich, also ein anderer. Ja, das ist schwer, das ist ein allgemeines Problem. Ja, sozusagen überlege ich also, wenn jetzt zum Beispiel die Menschen verdienen Geld, aber Kaufkraft ist gesunken. Mhm. Die verdienen zwar das Gleiche, aber Kaufkraft ist weniger geworden. Ja. Wenn jetzt ein alevitischer Dichter das in deutscher Sprache vortragen würde oder schreiben würde, bin mir sicher, das würde vieles uns bringen, denke ich mal, oder? Ja. Oder zum Beispiel in Kirchstraße haben wir als alevitischer Verein Musik, Gedichte, unsere Broschüren und so weiter, Chor und Bilder, Ausstellung haben wir doch gemacht. Also ich habe da jetzt gesehen, dass sehr viele Deutsche oder nicht türkisch oder nicht kurdisch oder die nicht aus Anatolien kommen, Griechen, Italiener, Spanier, was weiß ich, die haben unsere Broschüren alles genommen und auch die haben auch richtig mitgemacht. Also ich bin der Meinung, wenn wir das auf Deutsch vortragen, vieles, das würde in Zukunft uns viel mehr bringen für unser Verein, denke ich mal, oder? Auf jeden Fall. Da gibt es schon viel mehr Luft nach oben. Und ich habe vorhin, wo wir mal über dieses Außenbeziehungsthema Rat gesprochen haben, dieses Außenbeziehungsrat müsste viel weiter, viel größer sein. Eigentlich besser 10 organisiert, Leute. 10 Leute, 20 Leute. Mhm. Weil das hat mir auch der vorherige Verantwortliche Gürhan Ağ gesagt. Er war auch immer alleine. Also schade, immer wenn ich was machen wollte, war ich immer mal alleine. Aber das Potenzial ist doch da. Warum machen nicht diese Menschen mit? Vielleicht liegt es, dann ist es unser Problem. Also, Selbstkritik gehört natürlich immer dazu. Weil dann ist es mein Problem, weil ich nicht die Leute anrufe oder nicht die Leute dazu bewege oder mach mit oder zu schwach bin, dass ich sie überrede. Guck mal, das ist wegen dem und so gut. Da müssen wir noch viel mehr machen. Also je mehr, ich habe vorhin auch gesagt, je mehr aktive Mitglieder, desto schöner wird dieser Verein. Viel mehr, viel schöner. Passivität, nur einfach Mitglieder, Mitgliedsbeitrag zahlen, zu Hause sitzen und dann ab und zu mal ein paar Veranstaltungen besuchen, das ist nicht viel. Also es ist nichts. Man muss mehr machen. Und ich glaube mal, die neue Generation und auch bei den alten Generationen gibt es sehr viele, die jetzt auf Deutsch ihr
Alltagsleben mitmachen, also alles auf Deutsch machen und so weiter, dass wir den Leute auch wirklich mit denen gut organisieren und voll viele Sachen auch auf Deutsch machen, zum Beispiel Podiumsdiskussionen oder Gesprächsrunden und viele Sachen. Und vor allem bin ich der Meinung, dass wir in Zukunft mit diesen Donnerstags Perşembe, Cuma akşamları sohbetlerine ne diyorlar Almanca? Perşembe. Also Donnerstagsgespräche. Also das ist Donnerstag ja eigentlich sehr wertvoll für die Aleviten, dass wir so Donnerstags Gesprächsrunden machen und über Alevitentum oder über soziale Sachen auf Deutsch reden. Und bin mir sicher, da werden sehr viele kommen. Ja. Also auf jeden Fall, ja. Weil ich finde, die Jugendlichen sind ja nicht ungebildet. Im Gegenteil, die sind gerade sehr gebildet, sehe ich das so. Mhm. Ja. Weil ich habe auch zwei Jungs, die auch viel jetzt gelernt haben in ihrer Schulzeit oder Leben. Denen gefällt dieses ganze Alevitentum. Aber das Problem ist, wirklich, wenn sie hierher kommen, sagen sie, ja, was die finden ist sich hier? Fremd. Ja, was ist hier? Nur, wie du gesagt hast, alte Leute, komische Konstellationen, für mich ist ja nichts. Ja, aber wenn sie mal hier andere Jugendliche mal so miterleben, also mehrere sehen, dann gefällt es denen. Da gab es mal hier ein paar Treffen, mal, wo dann die Jugendliche sich gesehen haben und miteinander reden, weil die können viel mehr miteinander reden, kleinere, ja, also ja. So 13, 14, 15-Jährige. Und das sollten wir mehr machen, ja. Aber Pandemie, ja. Strich Rechnung. Ja gut, ich glaube mal, das war eine gute Gesprächsrunde. Die Mitglieder und auch allgemein viele Leute haben jetzt mal deine Arbeit, was du hier in Alevitischen Verein machst und was uns fehlt oder was wir Gutes bis jetzt gemacht haben, wir alles einigermaßen so geschildert. Und du hast beigetragen, dass es sehr, sehr gut zu einem Gesprächsrunde gekommen ist. Was würdest du als Letztes sagen? Also? Ja, als Letztes einfach in dieser schwierigen Zeit nie mit sich verängstigen. Angst ist die größte Gefahr eines Menschen. Jetzt zurzeit gibt es drei Ängste. Eine von diesem Virus hat man Angst, dann hat man Jobverlust, Arbeit. Und drittens ist diese Diktaturangst. Also man denkt, man ist so wie gelähmt. Ja? Und das dürfen die Menschen, also ein starker Mensch darf sich nicht beängstigen lassen, auch von ganzen Medien, von diesen ganzen Mainstream-Medien, die nur Angst erzeugen. Mhm. Angst ist die größte Gefahr für Menschen. Wenn man Angst hat, kann man gar nichts mehr machen. Man ist gelähmt. Wie gelähmt? Dann sagt man, ich kann eh nichts machen. Ich bin, ja, wir sind eh, es gibt keine Hoffnung oder so, keine Besserung, weil man einfach aufgibt. Ja? Und das Schlimme ist ja, kann auch zu Depressionen, es kann zu Depressionen führen. Und deshalb, mein letztes Wort, nicht von diesen ganzen Medien, von den ganzen Pandemie und alles mögliche Nachrichten beeinflussen lassen, am besten gar nicht schauen, am besten gar nicht, nur Musik hören. Ja. Musik hören, ja. Vielleicht was lesen, einfach mal abschalten, aber nicht beeinflussen lassen, tagtäglich von dieser gleichen Leier, das ist wirklich Angstmacherei. Und das ist in den Firmen das Gleiche. Die Firmen drohen ganze Zeit mit Kündigungen gerade. Ja. Wirklich, es ist wirklich so. Und jetzt, jeder hat Angst, wenn ich meinen Job verliere, verliere ich alles. Mein ganzes Leben ist dann zerstört, weil er nie weiß, dass er nie wieder Arbeit finden wird. Und es ist so, ja, im Moment ist es so. Und das ist schwierig einfach zu sagen, aber jeder soll an sich selber glauben, an seine eigene Kraft trauen und aus der ganzen Sache neue Kräfte generieren. Das ist mein letztes Wort. Okay, wir haben jetzt mit dem Vereinsvorstandsmitglied Mehmet Çelik über seine Arbeit, das, was er jetzt die Beziehungen mit anderen Vereinen,
Gemeinden, Kirchen, Moscheen oder was weiß ich, oder Rathaus, allgemein Integrationsbeirat, was die alles hier, was er zu tun hat oder wie es besser gestaltet werden sollte, hat er seine Meinungen gesagt. War sehr interessant, hat mich sehr gefreut. Bugün Mehmet Çelik konuk olarak aldık. Mehmet Çelik, Dışişleri Sorumlusu Yönetim Kurulu'nda, Alevi Derneği'nin. Genelde Dışişleri Sorumlusu ve o komisyon, oluşturulan komisyonun ne yapması gerektiğini, neler yaptıklarını, bundan sonra neleri perspektif olarak yapacaklarını ele aldık. Bütün kurumlarımızda bu pozisyon var. Yani birileri dış işleriyle sorumlu veya halkla dış işleri ortaklaşa oluyor bazen. Bunlarla sorumlu faaliyetler yürütüyorlar. Bu tür faaliyet yürütenlerin vasıfları nedir, ne yapması gerekir diye sohbet ettik. Umarım fayda getirmiştir. Umarım sizlere birazcık da olsa bir bilgi vermişizdir. Bu sohbetlerimiz sizleri rahatsız etmemiştir ve fayda getirmiştir. Bir dahaki Demir Muhabbet sohbetine bizleri izlerseniz seviniriz. İyi akşamlar.